ist aufgrund der letzten wissenschaftlichen Untersuchungen festgestellt, dass die Hochburg schon um 1220 Dann fand ich noch etwas ganz Spannendes statt. Schauen wir, wir hatten ja seit Ende des 90er Jahren des 19. Jahrhunderts hier im Rot Altersverscheinungsmuster. Nur, Kaiser Franz Josef hat dieses Gebäude nie betreten, das Parlament nie betreten. Als Institution war einmal gesagt, er kommt die Dachleiche und einmal vor der Öffnung. Über sie weiß, aber die Kaiserin Elisabeth Christine war ursprünglich eine sehr hübsche, sehr schöne, sehr gescheite Frau. Ja. Sie war eine Protestantin, bis sie natürlich hierher kam. Das ging nicht anders. Sie war aus dem Hause Braunschweig-Wolfenbüttel. Ist Gott sie jetzt mit einem Blitz treffen wird. Und das ist ganz interessant, wenn man die Beschreibung liest, dieser Konversionsfeier, dieses Konversionsgottesdienstes,
da bei der Wiederherstellung dieses Saales, aber an diesem Kodex gehalten, ja, und hat gesagt, okay, wir werden das nicht nur 100% aufbauen können, wir müssen das dem
Sind Sie beeindruckt? Die Creme. Die Holz. Das ist immer noch eine Frau gewesen. Und so hat sich das gestaltet. Das kommt, das heute noch ganze Generationen.